Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Dinosaurier-Quiz hier auf meinem Kanal. Ich freue mich schon, das macht mir mega viel Spaß. Und einige von euch haben einen Quiz für mich erstellt und diese Quizzes werde ich jetzt machen. Das heutige Quiz ist von Jerry03, hier sieht man den Namen. Vielen, vielen Dank schon mal dafür, Jerry, ich bin sehr gespannt. Und ich muss sagen, ich habe schon so ein bisschen, ja, Bange, weil das Quiz heißt, wie viel weißt du über Dinos? Schwer. Und ich bin jetzt ja nicht so der Experte und ich habe echt Schiss, hier richtig zu verkacken. Aber ihr könnt wie immer mitraten und zählt auch mit, wie viele Fragen ihr richtig hattet und schreibt es dann in die Kommentare, weil ich bin sehr gespannt, ob ihr besser wart als ich, gleich gut oder schlechter. Und ich würde sagen, wir lesen jetzt hier erstmal die Überschrift. Kennst du dich gut mit Dinos aus? Weißt du, wie Dinos heißen und was ihre Eigenschaften sind? Dann ist das Quiz etwas für dich. Die erste Frage lautet, welcher Dino ist der älteste? Brachiosaurus, Velociraptor, Giganotosaurus, T-Rex oder Diplodocus? Ja, da hört mein Wissen natürlich schon auf. Das ist schon so eine ziemliche Ratefrage für mich, wenn ich ehrlich bin. Ja. Die Frage ist jetzt erstmal in meinem Kopf, welche Zeit ist denn überhaupt die älteste? Trias, Jura oder Kreide? Das weiß ich nämlich schon nicht. Trias, Jura, Kreide. Geht das in der Reihenfolge aufwärts? Trias, Jura, Kreide? Dass Trias das älteste ist und Kreide das jüngste sozusagen? Könnte ich mir vorstellen. Und jetzt müssen wir so ein bisschen an Jurassic World Evolution denken. Welche Dinosaurier stammen aus der Kreidezeit, welche aus dem Jura und welche aus dem Trias? Ich weiß gar nicht, ob überhaupt ein Dinosaurier aus dem Trias stammt von Jurassic World Evolution. Ich glaube nicht. Aber die 5 Dinosaurier hier sind alle aus Jurassic World Evolution. Also vielleicht sollten wir einen nehmen, der aus dem Jura kommt. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Ich glaube, warte mal, wer war denn im Kreidezeit Battle Royale? Der T-Rex war dabei. Der Giga war dabei, also die beiden sind schon mal raus. Der Velo und der Diplodocus, weiß ich nicht. Der Brachiosaurus weiß ich auch nicht. Ich müsste jetzt zwischen den drei raten nach meinem Ausschlussverfahren. Und ich rate mal mit dem Diplodocus. Ich weiß nicht warum, ist so mein Bauchgefühl. Ist wahrscheinlich falsch, aber besser weiß ich es leider nicht. Ach, sehen wir erst am Ende wieder. Die nächste Frage. Welcher Dino ist der kleinste Dino von der Länge her? Oha, Zagan. Kenne ich nicht. Utahraptor, Austroraptor, Dromaeosaurus, kenne ich auch nicht. Adasaurus, kenne ich leider auch nicht. Der kleinste Dino von der Länge. Das heißt, der am kürzesten ist sozusagen. Der Austroraptor, den schieße ich schon mal aus. Der hat nämlich, zumindest bei The Isle, ich kann mich halt echt nur an diesen Computerspielen so ein bisschen orientieren, einen relativ langen Schweif mit so Federn und sowas. Der Utahraptor wahrscheinlich auch nicht. Der ist jetzt ja auch nicht so klein, oder? Der war ja in echt auch so ein bisschen vogelartig. Das Problem ist nur, die drei kenne ich hier nicht. Das wäre jetzt auch schon wieder eine Ratefrage. Also ich kenne mich echt nicht gut mit Dinosauriern aus. Zumindest nicht so sehr im Detail. Das sind halt auch echt schwere Fragen hier. Ich hoffe, die eine oder andere können wir dann doch noch beantworten. Ich müsste jetzt wieder zwischen den drei raten. Die zwei hier schließe ich aus. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Wir gehen mal mit Zagan. Einfach geraten. Jetzt kommt das nächste wieder. Welcher Dino ist der höchste Dino? Eieieiei. Da werde ich so verkacken. Das Pletosaurus kenne ich auch nicht. Allosaurus kenne ich. Diplodocus kenne ich. Pyroraptor kenne ich nicht. Klingt aber auch so ein bisschen ausgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt. T-Rex kenne ich natürlich auch. Von den drei Kandidaten, die ich kenne, würde ich jetzt am höchsten... Ja, ich weiß nicht, der Diplodocus ist zwar so ein Langhals, aber der ist ja auch eher so in die Länge gestreckt. Und ich weiß auch nicht, was höchste heißt, ob das jetzt die Rumpfhöhe ist oder halt die Kopfhöhe. Weil wenn der Diplodocus seinen Kopf nach oben macht, könnte ich mir vorstellen, dass er größer ist als zum Beispiel ein Rex. Das ist... Jerry, die Fragen sind wirklich super schwer, ey. Ich kann hier echt fast nur raten. Ach komm, ich rate mal mit dem das Pletosaurus. Was soll's? Next. Welcher Dino ist der schnellste? Ornithomimus, Giganotosaurus, Allosaurus, Velociraptor, T-Rex. Ornithomimus. Das klingt eigentlich ziemlich schnell. Das klingt so, als wenn er verwandt wäre mit dem Gallimimus oder sowas. Oder Struthiomimus. Und die sind ja eigentlich relativ gut zu Fuß unterwegs.
Allerdings weiß ich auch, dass ein Allosaurus relativ schnell laufen kann. Ein Velo natürlich auch. Ein T-Rex auch. Ein Giga wahrscheinlich auch. Es ist schon wieder echt krass, ne? Ich muss mich gerade so ein bisschen reinversetzen. Also ein Gallimimus ist ja relativ klein, aber sehr, sehr flink. Aber ich weiß nicht, ob der schneller ist als zum Beispiel so ein T-Rex oder sowas. Er ist auf jeden Fall wendiger, aber von der Geschwindigkeit her könnte ich mir vorstellen, dass er einfach langsamer ist, weil er kürzere Beine hat. Und deswegen, wenn ich ehrlich bin, würde ich jetzt zwischen dem Allo und dem Ornithomimus tippen. Frag mich nicht warum. Also ich glaube, der Giga und der Rex sind einfach zu massiv und gigantisch für das Ganze. Der Velo ist vermutlich etwas zu klein. Der Ornithomimus ist sehr, sehr leicht. Wahrscheinlich auch ein relativ kleiner Dinosaurier. Und der Allo war wahrscheinlich relativ fix. Ich tippe mal auf den Allo. Wir werden wahrscheinlich wirklich jede Frage falsch haben hier. Also es wird echt eine Blamage. Das sind aber auch schwere Fragen, oder? Welcher Dino war der schwerste Dino? Eieieiei. T-Rex. Argentinosaurus. Was ist das denn? Ich kenne nur Argentavis von Arc. Argentinosaurus. Spinosaurus, Triceratops, Brachiosaurus. Ich tippe da einfach mal auf den Brachiosaurus. Der ist so groß und schwer vermutlich. Argentinosaurus weiß ich nicht. Tippe ich mal hier auf den Brachio. Welcher Dino hatte am meisten Zähne? Tarbosaurus, den kenne ich tatsächlich sogar. Troodon, Stegosaurus, Deinonychus oder T-Rex. Der Stegosaurus, den schließe ich auf jeden Fall schon mal aus. Den Troodon auch, weil der einfach ein kleines Gebiss hat. Kann natürlich sein, dass er ganz, ganz viele kleine Zähne hat. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass du hier den Tarbosaurus rannimmst, weil der noch gar nicht vorgekommen ist in dem Quiz. Und ich weiß, dass es auch ein großer Fleischfresser ist. Oder so mittelgroßer. T-Rex. Der T-Rex hat ja, also das haben wir aus dem letzten Quiz gelernt, Küchenmesser, große Zähne. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der so mega viele hat. Vielleicht hat auch der Deinonychus viele kleine Zähne. Aber ich gehe hier einfach mal mit dem Tarbosaurus. Das sind halt wirklich Schätz- und Ratefragen für mich. Das ist echt super, super schwer. Welches dieser Tiere ist kein Dinosaurier? Ist die nächste Frage, die siebte. Das ist sogar interessant. Das könnte ich sogar vielleicht herleiten. Mal schauen. Archaeopteryx, den kennen wir ja schon. Den hatten wir im letzten. Das sind Flugsaurier. Altiahinus, sagt mir nix. Opostocoelicaudia. Ah ja. Acantholipan. Crassigyrinus. Ah ja. Ich kann die nicht mal aussprechen. Wie soll ich das? Also der einzige, den ich ausschließen kann, safe, ist der Archaeopteryx. Ich rate mal zwischen diesen beiden. Ich finde Acantholipan. Das klingt nicht so dinosauriermäßig. Apisto. Ich weiß nicht. Ich kann auch wieder echt nur raten, ey. Mein Dinosaurierwissen ist da wirklich nicht so gut. Wann lebte der Coelophysis? Oha. Ey, das sind Dinosaurier, von denen habe ich teilweise noch nichts gehört, ey. Das ist echt krass. Ich tippe einfach mal Coelophysis. Da ich noch nie was davon gehört habe, ich tippe einfach mal auf Trias. Weil daher kenne ich die wenigsten Dinosaurier. Was meinen Dino-Forscher, wenn sie von Coprolith reden? Oder Coprolith? Falscher Knochen, Dinoskelett, versteinerter Dino-Kot. Coprolith. Ich glaube, wenn man hier Lateinisch kann oder sowas, dann ist man hier wirklich im Vorteil, weil man dann so ein bisschen von den Wörtern wahrscheinlich ableiten kann. Ein falscher Knochen. Was könnte denn ein falscher Knochen sein? Irgendwas anderes, was versteinert wurde und aussieht wie ein Knochen? Aber das macht nicht viel Sinn, ne? Ein Dinoskelett. Coprolith. Wir haben einen Coprolith gefunden. Ich sag mal versteinerter Dino-Kot. Könnte ich mir vorstellen, dass das so heißt. Coprolith. Passt. Welcher dieser Dinos hatte die längsten Krallen? Der Tyrannosaurus Rex? Nein, der hatte ganz, ganz kurze Stummelärmchen. So. Also der hatte auch nicht so lange Krallen. Alxasaurus, sagt mir nix. Tericino, der könnte es gut sein. Dinocerus, sagt mir auch nix. Bipiasaurus, sagt mir auch nix.
Ich weiß, dass der Terry natürlich sehr, sehr lange Krallen hat, dafür ist er ja bekannt. Hat mich schon sehr, sehr oft in Ark geärgert. Und deswegen gehen wir hier auch auf jeden Fall mit dem Terizinosaurus. Welcher Dinosaurier legte die größten Eier? Oha. Oviraptor. Nee, das ist der Eierdieb. Der ist sehr, sehr klein. Titanosaurus Blanfordi. Was ist denn für ein Name? Gibt es denn den Titanosaurus wirklich? Also ich kenne den, glaube ich, aus Ark, aber ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt. Der sieht ja so mega abgespaced aus. Tabosaurus Batar. Der einzige nicht mit so einem Doppelnamen ist der Hypsilosaurus. Hadrosaurus Fulki. Tabosaurus. Tabosaurus schließe ich auch aus. Oviraptor schließe ich aus. Hadrosaurus Hypsilosaurus. Ich gehe mal mit dem Titanosaurus, weil das ist ja auch so ein riesiger Langhals. Zumindest in der Ark, glaube ich. Das ist doch dieser gepanzerte Langhals in Ark, ne? Ich gehe mal mit dem. Ist die vorletzte Frage. Wir werden super viel falsch haben, glaube ich. Vielleicht habe ich auch einiges richtig geraten. Ich hoffe. Letzte Frage. Wann wurden die Dinosaurierknochen in der Neuzeit gefunden? Ab 1700? Wie? Hä? Wann wurden die ersten Dinosaurierknochen in der Neuzeit gefunden? Ach so, in Klammern ab 1700. Ah, okay, ich verstehe. Das ist auch nur eine Ratefrage, ne? Wo soll ich das wissen? Ab 1700. Das ist ja vielleicht so ein kleiner Tipp. Ich könnte mir vorstellen, dass die so früh wie möglich gefunden wurden. 1825 eventuell. Oder 34. Das ist halt eine Ratefrage. Ich muss raten, Leute. Ich muss hier ganz, ganz viel raten, dieses Quiz. Das Quiz, Jerry, auf jeden Fall wird wieder sehr, sehr gut. Übersteigt nur richtig, richtig krass mein Dinosaurier-Wissen und meine Kenntnis. Und deswegen muss ich leider so viel raten. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie auf die richtigen Antworten. Ich würde sagen, wir werten das Ganze aus. Und dann sehen wir, wie viel weißt du über Dinos? Schwer. Du solltest dich, wenn du Dinosaurier magst, ein bisschen mehr mit ihnen auseinandersetzen. Wow. Du hast 4 von 12 Fragen richtig beantwortet. Im Durchschnitt haben die 8 Surfer, die das Quiz gemacht haben, 6,13 richtige Antwort gegeben? Wow. Ich weiß, dass der Jerry einigen anderen Zuschauern von mir das Quiz zum Testen gegeben haben, um das einmal durchzugehen. Und anscheinend sind die klüger als ich. Oder die haben gegoogelt, die Schlingel. Wer weiß, weil die Fragen waren wirklich super schwer. Wir gehen die jetzt nochmal ganz, ganz schnell durch. Welcher Dinosaurier ist der älteste? Deine Antwort war richtig. Diplodocus. Begründung: der Diplodocus lebte vor... Oh, du hast sogar begründet. Finde ich gut. Der Diplodocus lebte vor ca. 155 bis 145 Millionen Jahren in der oberen Jura. Oh, warte mal, was habe ich gesagt? Jura-Kreide. Okay, Trias, Jura-Kreide. Vielleicht war ich gar nicht so verkehrt mit meiner Herangehensweise. So, welcher Dino ist der kleinste Dino-Länge? Habe ich leider falsch. Richtige Antwort ist der Adasaurus. Begründung: der Adasaurus wird nur bis zu 1,8 Meter lang. Okay. Oh, das scheint auch so ein kleiner vogelartiger Raptor zu sein. Ist gerade leider ein bisschen pixelig, das Bild. Aber ich denke, man kann schon ganz gut erkennen, in welche Richtung das geht. Also sehr, sehr interessant. Habe ich gar kein Vollbild? Anscheinend nicht. Gehen wir zur nächsten Frage. Welcher Dino ist der höchste? Der Diplodocus wäre die richtige Antwort gewesen. Der Diplodocus wurde bis zu 15 Meter hoch. Okay, die Frage war aber auch ein bisschen irreführend, muss ich sagen. Weil ich glaube, bei Jurassic World Evolution ist das nach hier, wie nennt sich das, in Rumpfhöhe. Also nicht nach Hals- und Kopfhöhe, sondern nach Rumpfhöhe. Hättest du vielleicht nochmal dahinter schreiben können. Aber insgesamt, du hast ja gesagt, insgesamt der höchste. Aber ich dachte auch, dass der Diplodocus halt sehr, sehr, einfach nur lang ist. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier geantwortet habe, wenn ich ehrlich bin. Steht hier auch gar nicht. Na gut, es ist auf jeden Fall der Diplodocus von denen gewesen. Welcher ist der schnellste? Der Ornithomimus. Ah, shit. Wurde bis zu 80 Kilometer pro Stunde schnell. Ich würde sagen, den googeln wir auch mal eben. Wir kopieren den mal, sonst kriege ich das hier gar nicht hin. Ornithomimus. So. Genau. Habe ich mir schon gedacht. Ist halt so ein bisschen Gallimimus-artig ähnlich. Sieht sehr, sehr cool aus. Finde ich nice. Bin ich leider falsch gegangen. Ich weiß gar nicht, was ich da getippt habe. Ich glaube, ich habe auf Allosaurus getippt. Aber damit lag ich wohl falsch. Welcher war der schwerste? Habe ich auch falsch.
Argentinosaurus wäre es gewesen. 100 Tonnen schwer, das ist krass. Ich weiß gar nicht mehr, was ich getippt habe. Ich glaube Brachio. Ja, da habe ich Brachio getippt. Argentinosaurus. Oh, das ist auch so ein Langhals. Damn. Okay, hier sieht man ihn ganz gut. Okay, das wusste ich aber nicht, wenn ich ehrlich bin, dass das auch so einer ist. Argentinosaurus habe ich aber, glaube ich, schon mal gehört. Nächste Frage. Welcher Dino hatte am meisten Zähne? Der Deinonychus wäre es gewesen. Ehrlich? Krass. Okay, den brauchen wir nicht googeln. Ich weiß, wie der aussieht. Obwohl der Heliozoopreun mehr Zähne hatte, ist er kein Dinosaurier. Der Deinonychus hat von diesen Dinosauriern sonst mit 70 Zähnen die meisten Zähne. Okay, habe ich mir schon eventuell gedacht, dass ein kleiner Saurier ganz, ganz viele kleine Zähne hat oder Beißerchen. Und ja, ist halt ärgerlich, aber wusste ich jetzt so nicht. Aber gut zu wissen, dass der Deinonychus so viele hatte. Welches dieser Tiere ist kein Dinosaurier? Richtig wäre gewesen der Crassigyrinus. Der Crassigyrinus lebte vor bla 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 Jahren. Okay, und wie sieht der aus? Ah, hier sieht man es nochmal ganz gut. Ist halt so kaulquappenmäßig so ein bisschen. Aber wusste ich jetzt nicht. Kann ich mir vermutlich auch niemals merken in meinem Leben. Den Namen kann ich ja nicht mal aussprechen. So, wann lebte der Coelophysis? Boah, ich habe es richtig gemacht. Ich habe einfach auf Trias getippt, weil ich die meisten hier aus den Jura und Kreide kannte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was meinen Dinosaurierforscher, wenn sie über blablabla reden? Habe ich auch richtig. Verstandeter Dino-Code. Das habe ich sogar so ein bisschen hergeleitet, was für mich am meisten Sinn macht. Welcher dieser Dinos hatte die längsten Krallen? Der Teri, gut, das war ja auch irgendwie klar. Er hatte bis zu 1 Meter lange Krallen. Das finde ich krass. Also den Teri kennt ihr ja sicher alle. Ich gucke hier auch mal hier den Namen, bevor ich den tippen muss. Googeln wir auch nochmal. Ich meine, wer kennt ihn nicht? Der hat schon so oft eine Base von mir geradet bei Ark. Das ist schon echt krass. Das ist leider ein bisschen sehr, sehr klein, das Bild. Gucken wir mal hier. Genau, hier seht ihr die langen Klauen. Der war auch ein Pflanzenfresser, was ich sehr, sehr interessant finde. Und 1 Meter, das ist schon heftig. Also, welcher Dinosaurier legte die größten Eier? Tarbosaurus bata wäre es gewesen. Okay. Die Eier wurden... Eieiei. 9000 mal so groß wie ein Hühnerei. Ich glaube, mit diesen Werten hier kann ich nicht so viel anfangen. Mit Millimetern. Aber ich würde sagen, wir gucken nochmal. Tarbosaurus, das ist, glaube ich, auch so ein Fleischfresser. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so große Eier legt. Genau, das ist der Tarbo. Ist halt auch so ein bisschen T-Rex ähnlich. Ich weiß gar nicht, aus welcher Zeit der stammt, aber ich habe schon einige Videos zu dem Tarbo gesehen, deswegen kannte ich den. Und die letzte Frage haben wir leider auch falsch. War halt eine Ratefrage, ja, da schäme ich mich nicht mal für. Woher soll ich das wissen? 1834 wäre die richtige Antwort gewesen. Ich habe, glaube ich, 1825 getippt. Aber ich muss sagen, das Quiz war sehr, sehr gut wieder. Also vielen, vielen Dank, Jerry03. War nur etwas zu schwer. Also so gut bin ich dann doch nicht. Vielleicht auch mal zwischendrin die ein oder andere Frage, die ich auch richtig herleiten oder beantworten kann. Das wäre ganz nett. Das war schon eine Nummer zu krass, muss ich sagen. Aber ich habe noch ein paar Quizzes von euch. Die werde ich jetzt auch noch aufnehmen, denke ich mal. Und ihr dürft auch gerne noch neue Quizzes einreichen. Ich werde das Ganze unten in der Videobeschreibung verlinken. Dort könnt ihr ein Quiz erstellen. Achtet bitte auf Rechtschreibung und Satzzeichen. Der Jerry hat das sehr, sehr gut hier gemacht. Ich glaube, kein einziger Rechtschreibfehler oder Satzzeichen-Dings. Und mit den Begründungen und so hat er auch sehr, sehr gut gemacht. Also du hast dir sehr viel Mühe gegeben. Vielen, vielen Dank, Jerry. War richtig cool. Ich würde sagen, das soll es von mir gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Haut rein. Euer Dandy.